Willkommen zurück oder halt herzlich willkommen zu einer neuen Folge Space Marine, diesmal I am Imperial Fist. Beim letzten Mal hatten wir schon die Blood Angels, da haben wir vor allem als Sprungmarine gespielt oder als Assault Marine halt, weil ich finde, dass bei den Blood Angels vor allem das ja irgendwie rein muss, ist ja klar. Heute nehmen wir uns den Devastor vor, spielen ausschließlich als Devastor und wer könnte da besser geeignet sein als Imperial Fists, natürlich auch eventuell noch der ein oder andere Orden. Ich hatte zuerst überlegt, einen Dark Angel mit Plasmakanone zu spielen, wäre auch cool. Aber tatsächlich dachte ich mir, nee, ich nehme mal hier einen Imperial Fist, einfach weil der ganz cool aussieht. Ich habe die Rüstung wieder gebaut und angepasst. Wir werden mit dem hier heute spielen, mit diesem Devastor, mit schwerem Bolter, einfach weil es, ich glaube, bei Imperial Fists ja Bolter Drill auch gab, als besonderes Dings irgendwann mal und so. Und ja, als Fragmentgranaten dabei, immer geil, weil einfach mal ein bisschen irgendwo reinschmeißen. Wir haben als Boni gewählt Munitionslager, damit starte ich nämlich mit der doppelten Menge Munition, wie das, was man eigentlich hat. Und einen stählernen Stern haben wir auch dabei, ist ein Upgrade, den man ja sonst, glaube ich, nur für den Captain oder so wählen konnte. Hier macht er, dass die Rüstung wesentlich aufgewertet ist und viel widerstandsfähiger ist als normal. Man hat also quasi, ich glaube, Lebenspunkte nicht, aber halt Rüstungspunkte viel mehr. Was ganz cool ist. Und ja, ich würde sagen, so wird er dann gespielt. Er hat auch hier und da ein paar Upgrades. Ihr seht es, Devastor. Und hier oben ist auch noch das Fist-Zeichen drauf. Wir haben, das meiste hier sind Veteranenteile an der Rüstung, weil ich dachte mir, der ist halt schon kampferprobt, kampferfahren, der war früher mal taktischer, braucht er aber nicht mehr. Ich weiß gar nicht, die Boltpistole, ob der die überhaupt dabei hat. Ich hoffe doch schon. Naja, auf jeden Fall hat er schon ganz viele Schlachten gesehen und ist jetzt halt zum Devastor geworden. Das ist, glaube ich, vor allem bei den Space Wolves ja so, dass die Älteren alle irgendwie dann zu deren Devastoren da werden oder so, keine Ahnung. Wir machen das hier auf jeden Fall. Vielleicht schaffen wir es ja sogar auf Level 41 zu kommen, was das Maximallevel bei diesem Spiel ist. Ich suche mir mal wieder eine Exterminatus-Schlacht und hoffe, dass ich eine finde. Sollte das nicht der Fall sein, werde ich ein privates Exterminatus-Match starten und dann einfach solo direkt einsteigen. Da werde ich keine großen Chancen haben, da wird man relativ schnell down gehen. Aber was soll's, ne? Wir warten hier mal einen Moment. Gucken mal, ob sich ein paar Leute finden. Ich hatte das hier oder da schon mal gesagt. Selbst wenn man ein potenzielles Match findet, muss man einen dritten Spieler dabei haben. Es reicht nicht, wenn man einen anderen findet. Das heißt, mit eurem Homie zusammen könnt ihr kein Spiel starten. Könnt ihr schon, wenn ihr das auf privat setzt, aber nicht öffentlich. Man braucht immer einen dritten. So, das heißt, da steht zwar Match beginnt in einer Minute, aber es dürfte gleich nicht starten, sofern nicht noch ein dritter hier reinkommt. Was aber hier ganz geil ist jetzt, ist, dass wir von Level 1, also von Welle 1 starten. Bei dem Blood Angel Spiel hatten wir das Problem, was heißt das Problem, es war cool, dass wir direkt Leute gefunden haben, aber wir hatten das Problem, dass wir direkt in Welle, weiß ich nicht, 13 oder so eingestiegen sind. Und hier ist es so, ja, die ersten Wellen sind relativ lahm, würde ich mal sagen. In der Arena ist eigentlich auch ein Devastor am Anfang nicht die beste Wahl, finde ich. Aber egal. Wir sind Imperial Fist und wir sind Devastor, das steht fest. Und als solcher spielen wir heute auch. Naja, und dann gucken wir einfach mal, wie das so wird. Devastor habe ich tatsächlich von allen Klassen hier am wenigsten gespielt immer. Und in der Regel, wenn ich ihn gespielt habe, tatsächlich mit schwerem Bolter, weil das einfach, ihr seht nachher, was ich meine, ziemlich geil ist. Der kann im Laufen schießen, was jetzt nicht so toll ist, immer so Einzelschüsse und die machen zwar für sich genommen relativ hohen Schaden, aber das ist halt nichts. Ja? Und dann kann man in so eine Stance gehen, dann stellt er sich quasi fest hin, also baut da seine Waffe so auf, wenn man so will. Und dann geht's richtig ab, Junge. Denn der schwere Bolter hier, der muss nicht nachladen. Also der wird hinten über dieses Rückenmodul automatisch ja, mit Munition versorgt. Aber der kann halt überhitzen. Das heißt, man hat so eine Anzeige, wo Hitze aufgebaut wird und man muss zwischendurch, so ähnlich wie bei Plasma, man muss dann zwischendurch immer mal ein bisschen aufhören zu ballern. Oder halt irgendwie anders Schaden machen. Da gibt es auch noch ein, zwei Wege. Wir haben einen dritten Spieler. Ihr seht, jetzt geht's gleich los. Mal gucken, was die anderen so nehmen.
Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir nach ganz oben in die Kill-Liste kommen, also die meisten Kills und die meisten Punkte holen. Also ich meine, mal gucken, was die anderen nehmen, glaube ich nicht. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. So, ich laufe hier, ihr seht das hier, kann ich im Laufen schießen. Aber geiler ist es halt, wenn man sich hier so hinstellt und dann richtig Kette gibt. Und da unten seht ihr schon das Hitzeproblem. Wenn ich das halt wirklich mache, dann ja, heizt der Bolter halt ziemlich auf. Die anderen haben auch Devastoren genommen. Das ist natürlich ziemlich kacke, weil das früher oder später hier ein Munitionsproblem werden wird. Ist aber alles hier in dieser ersten Arena nicht so wild, weil ja, sind nicht so die krassen Gegner. Und wir haben ja extra Munition mitgenommen, von daher. Was beim Devastor geil ist, ist, dass ich hier einfach so stehen bleibe. Also der ganze Beschuss, den ich hier abkriege, der ist mir ziemlich egal. Natürlich kann man das nicht unendlich machen. Irgendwann wird es dann auch zu heftig, vor allem wenn da so Ork-Bosse sind mit rum und sowas. Aber eine ganze Zeit geht das erstmal. Und ja, sieht doch im Moment noch ganz cool aus hier. Da hätte ich gerne mal so langsam Munitionspack. Vielleicht kriegen wir das da hinten, aber das hat er hier bestimmt auch schon gesehen. Waffe überhitzt, dann laufe ich mal. Ja. So, und ihr seht es, normalerweise startet man mit 400 Schuss. Die habe ich jetzt quasi. Ich kann bis zu 800 hier aufbauen. Da hinten liegt nochmal Munition. Ich gehe hier wieder auf meine Position. Man kann Devastor auch auf Stomp, sage ich mal, spielen. Also das ist nämlich das andere, wie er ganz gut Schaden machen kann. Wenn man F klickt, dann knallt er so auf den Boden und macht dabei ziemlich hohen Schaden. Und es gibt Boni, die das noch verstärken. Also zum einen, dass man das häufiger und schneller einsetzen kann. Und zum anderen, dass man erhöhten Schaden dabei macht. Aber wir wollen ja ein bisschen ballern, ne? Nachteil am Devastor ist, dass der sich nicht schnell dreht. Also wenn man in diesem Stand ist, und hier fressen wir jetzt ordentlich Schaden gerade. Die gleich schwere Waffe töten. Ja, und ihr seht, dafür ist der Bolter nicht gemacht. Das meine ich, wenn man hier nämlich irgendwie vielleicht mal zu vier zockt oder so und dann, ich sag mal, vernünftig spielt, also dass der Devastor einfach eine gute, gute Schussposition hat, gut von den taktischen gedeckt wird, dann macht das doch gleich schon viel mehr Spaß, als wenn man so spielt wie die beiden hier. Halte diese Position! Das zum Beispiel ist natürlich für einen Devastor ideal. Man stellt sich einfach auf den Punkt und ballert alles weg. Das Einzige, was natürlich ein Problem sein kann, ist, wenn es zu viele werden. Deswegen sage ich immer, so ein taktischer dabei ist gut oder halt ein Sturmmarine. Noch mehr Orks!
mal loslaufen, Munition snacken. Also ich werde den natürlich nicht alles wegnehmen, aber ein Pack hätte ich gern noch. So, mehr sammle ich nicht auf. Damit die auch aufmunitionieren können. Und hier, bam, das ist der Storm. Schon ganz lustig mit drei Devastoren. Ich hoffe nur, dass die anderen nachher mal was anderes wählen. Denn wenn wir nur als Devastoren spielen alle, wird das nichts nachher. Also in den höheren Waves. Beides snacken, denke ich. Waffe überhitzt. Geil, der vierte ist auch noch ein Devastor. Übrigens auch geil, hier P91, mit dem haben wir jetzt glaube ich schon ein paar Mal hier gezockt. Offensichtlich also auch einer von denen, die das Spiel irgendwann früher mal gezockt haben. Geil, auch als Imperial Fist. Sehr schön. Auch mit Schädel am Stern, hier haben wir ein Iron Hand, auch mit Iron Hand Ausstattung, sag ich mal. Da holen, denn so langsam wird es doch knapp. Eigentlich nicht die richtige Distanz hier, aber was soll's. Unbedingt Munition. Nachteil beim Devastor ist, dass der sich, wenn er in dem Stance ist, mit dem schweren Bolt oder auch mit jeder anderen schweren Waffe natürlich unheimlich langsam nur dreht. Mal gerade hier im Munitionssparprogramm, deswegen nehmen wir nur die Boltpistole. Ich habe ja, 100 Schuss noch für den anderen Bolter, also für den schweren. Da ist Muni. So, an dem Punkt haben wir gleich, dann können wir schnell zum nächsten. Der eine ist da am Matchen, aber schade, dass er den Punkt nicht mit eingenommen hat da unten.
Okay. Megakill, genau. Machen die alle fertig. Oh, jetzt wird's eng. Wahrscheinlich gehen wir jetzt sogar down. Ja. Richtig schlecht. Okay, einer ist wieder rausgegangen. Das war richtig schlecht. Also da down zu gehen, hätte nicht sein müssen. Aber ihr habt gesehen, der Stomp macht relativ viel Schaden und man kann ziemlich schnell Punkte damit sammeln. Deswegen, vielleicht sollte man doch mal auf diesen Stomp-Build gehen. Ja, auch sofort wieder mit dahin den Punkt mit einnehmen, aber einmal ein bisschen rasieren muss sein. Ja, und damit ist es jetzt eigentlich geschafft. Da kommen zwar noch laut Anzeige einige Gegner, aber wir haben hier solche Türme aktiviert und die mähen halt eigentlich schon alles weg. So, und ich sage ja, auch wenn es nicht ideal ist, bleiben wir trotz allem Devastor, denn wir sind Imperial Fist. Wir machen das genauso wie unser Bruder hier. Ja, in der Map kann man sowieso durchaus als Devastor ganz gut spielen. Das geht. Ja, man kann fast alles von diesem mittleren Punkt aus hier machen. Natürlich ganz okay, es ist aber immer geil, wenn einer einen Sprungmarine hat wegen Munition. Denn der ist relativ unabhängig davon. Ich werde mal laufen. Gucken, ob ich hier irgendwo, da kann ich mal Munition sammeln. Auch, aber die könnte man ja auf einem anderen lassen. Okay, aber definitiv brauchen wir gleich noch Munition.
das hier. Tja, so langsam wäre Munition mal gut. Okay, ein Vierter ist wieder ins Spiel gekommen, auch noch ein taktischer. Ja, und wenn halt alle hier stehen, dann geht das auch recht schön schnell. Wir nehmen mal nur eins. Wenn keiner will, dann nehme ich das noch. Hier aber scheint ja, als wären die alle versorgt. Du hast gerade gesehen, was ich meinte mit dem Drehen, ne? Jetzt zieht er halt ziemlich nah. Okay, da sind jetzt auch Bosse dabei. Bisschen aufpassen hier. Ja, ich verlasse mal eben meine Position hier. Ist nicht die ideale Position, wo ich hier stehe, aber wir haben HP wieder aufgefüllt. Natürlich nicht so geil, wenn die auf uns hauen. Ja, ich würde ja ganz gerne hier in die Stand gehen, aber das Problem ist, dass ich
ich da natürlich auch nicht ganz so viel aushalte. Okay, der zählt für uns. Ja, ich denke, das reicht an Munition. Die Granate wäre cool gewesen, aber brauchen wir nicht unbedingt. Die 10. Wave, die jetzt kommt, ist doof, weil hier so Squigs jetzt aus diesen Tanks kommen. Also die gehen jetzt kaputt und dann kommen hier so Squigs raus, Sprengsquigs. Als Sturmmarine gefährlich, weil man echt nur wenige Hits braucht und dann geht man down. Deswegen sollte man dann da immer wegspringen. Hier seht ihr, okay, das hat jetzt nicht so viel abgezogen. Problem ist, dass hier natürlich der Satz gilt, ein Squig kommt selten allein. Die kommen eigentlich dann immer in Horden, also man hat direkt ein paar zusammen. Und wenn die dann alle auf einen draufgehen und explodieren, dann ist es natürlich nicht so dolle. Aber trotzdem, das finde ich eigentlich als Wave hier relativ easy. Obwohl es ja quasi die Abschlusswelle von dieser Arena ist, wenn man so will. Aber das ist okay. Also wenn man sich hier nicht ganz doof anstellt, dann passiert einem hier nichts. Eigentlich hätte ich mich oben hinstellen sollen. Für besseres Schussfeld. Mach ich jetzt auch. Oben in der Mitte ist zwar auch noch ein Tank, der dann aufgeht, wo Squigs rauskommen, aber als Devastor sind eh nicht ganz so schlimm. Na fuck, wenn man doof ist, weißt du? Naja, aber ihr hört, das sind jetzt hier alle Squigs, die ständig explodieren. Dadurch geht die Welle natürlich schön schnell runter. Und ich sag mal, selbst wenn jetzt hier Leben verloren wären, das ist gar nicht so das Problem. Das ist dann problematisch. Das ist dann problematisch, wenn man irgendwie nur noch ein Leben hat oder so und alle sowieso schon am Ende sind hier. Aber so. Easy Game, würde ich mal sagen. Gucken gleich mal auf die Stats, wo wir denn so stehen. Zweiter, der P91 Erster. Das ist sowieso, glaube ich, irgendwie so ein Mega-Pro hier. Wobei der auch richtig gut positioniert war. Also jetzt in den letzten zwei Wellen haben wir ja nicht viel gemacht und da stand er da oben und hat immer schon in die in diese Schächte, wo die Gegner rauskommen, reingeballert. Okay, sah aber doch ganz gut aus. Und ihr seht, das sind... Ah, geil, wir sind Level 41 geworden. Mega. Es gibt hier übrigens einen Steam-Erfolg, der nennt sich irgendwie, glaube ich, weiß nicht, 40.000 für den Imperator oder so. Bin ich bei, ich glaube, 31.000 irgendwas. Aber der Erfolg ist, töte 40.000 Gegner. Ziemlich geil, finde ich. Primäre Behältnisverankerung fällt auf. Wieder so viele Devastoren. An sich ist Muni kein Problem in der Map hier. Trotzdem ist es blöd, dass so viele Leute Devastoren spielen. Also irgendwie... So, eins lasse ich liegen. Soll er sich holen? Ne, ich werde mir die Muni nicht nehmen. Lass sie erstmal liegen. Denn wir sind fast voll. Eine können wir nehmen. Wobei, ne, ich gehe jetzt erstmal zu dem Punkt da. Oh Gott. Ich bin halt viel zu nah hier. Na, lauf!
ein paar mit. Na, falscher Knopf. Na, wieder da. Ich bleib tatsächlich viel zu lange da stehen. Das ist echt ziemlich kacke. Was macht er hier? Die 91 schon wieder bauen. Alter, wieso spielt der Idiot hier nicht mit? Denn hier auch wieder, hat man den Punkt nicht mehr, dann, also nimmt man ihn nicht ein rechtzeitig. Boah, Alter! Dann, ist direkt verloren. Hallo. Alter, was war das denn? Richtig, richtig schlecht. Okay. So, dann würde ich sagen, hören wir jetzt mal auf mit dem Feeling und, fangen mal an zu spielen. Also das war jetzt mal richtig schlecht. Okay, und wieder genau das gleiche. Ey, wir spawnen quasi in der Mitte von Gegnern. Ah, was der Typ da oben macht, das gefällt mir ja gar nicht. Gehen. Da geht eh die meiste Action jetzt ab. Denn da muss man immer mal Punkte halten jetzt. Und ist natürlich auch geil für ein Devastor, weil es schön offen ist. So ein Idiot auf das Schild hier geschossen. Okay, und jetzt ist wieder der Zeitpunkt gekommen, wo wir auf jeden Fall laufen müssen. Oder einfach wieder down gehen. Ja. Wie ein Lappen. Was ein schlechtes Spiel von mir. Okay, und ihr seht, zwei Leben noch verfügbar, die waren vor mir tot. Das heißt, die werden jetzt einsetzen und für mich ist kein Leben mehr da. Das heißt, wir müssen mal hoffen, dass die schnell Punkte dann machen. Oh ne, ich war offensichtlich vor denen down. Okay, erstmal laufen. Ja, also die halten mich hier quasi echt schon fest. Und da habe ich mich selbst gekillt. Ich dachte, ich kann die Granate hier hinschmeißen und dann wegrennen. Oh mein Gott. Naja, hat keiner gesehen. Schneiden wir raus. Nein, machen wir natürlich nicht. So, mal gucken, ob unsere Waffenbrüder hier noch in der Lage sind, irgendwie, ja, weiß ich nicht, was zu reißen. Ich denke nicht, Johnny ist jetzt hier alleine. Und da sind so viele Ork-Bosse und Zeug schon bei. Ich denke nicht, dass er hier eine Chance haben wird. Ja, auf jeden Fall eine sehr erfolgreiche Runde, wie ihr seht. Die Imperial Fists haben sich richtig gut geschlagen. Ich meine, von den Punkten her schon. Ist es ja gar nicht so schlecht. Aber, ja, also die letzten zwei Tode. Erste okay, zweite hatten wir ein bisschen Pech, aber das war auch Glück im Spawn. Aber Tod 3 und 4, Alter, war schlecht. Richtig, richtig schlecht. Wobei ich auch sagen muss, es ziemlich doof ist, dass die Gegner alle so nah da oben am Spawnpoint waren. Da standen einfach unsere Leute, glaube ich, auch alle ein bisschen schlecht. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil normalerweise, wenn man hier schön rumläuft,
verteilt sich das alles ein bisschen besser. Ja, da kommst du nicht weit mit, Junge. Du musst stompen. Sonst bringt, hast du nicht viel gegen das Schild. Ich meine, wenn man den nur häufig genug beschießt, geht er irgendwann down. Kann sogar sein, dass der erhöhten Schaden kriegt, wenn man genau durch diesen Schlitz schießt. Aber, also wirklich effizient ist das nicht, was der da macht. Okay. Offensichtlich reicht's aber. Oh, ich sehe ja gerade, ein Leben ist verfügbar und keiner will einsetzen. Dann machen wir das doch. Aber wir können nicht. Ah, weil der eine Typ schneller gedrückt hat. Naja. Bleib nochmal einen Moment auf dem Johnny hier. Hab da zumindest hier noch, auch wenn er jetzt hier ein, ich glaube, Blood Raven oder Blood Angel ist, ich glaube Blood Raven, dann habt ihr hier trotzdem noch so ein bisschen das Devastor-Play. Weil ich weiß nicht, ob er hier Munitionsprobleme hat. Okay. Keine Ahnung, woran es jetzt hier gescheitert hat, ob wir irgendeinen Punkt nicht eingenommen haben oder so. Ist aber auch relativ egal. Ich würde sagen, ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass ich Devastor am wenigsten von allen Klassen hier immer gespielt habe. Weil es macht zwar einerseits sehr Bock, wenn man einfach nur an einer Stelle steht und schießt. Zum Beispiel, wenn man den mit der Laserkanone nimmt, das ist halt ein Sniper. Okay, haben wir irgendwas Tolles für Chaos gekriegt. Das ist quasi ein Sniper, der ja tatsächlich hier Dämonenrüstung. Geil, weil wir Level 41 sind. Sehr schick. Naja, aber wir sind ja nicht beim Chaos, sondern wir sind ja bei den Space Marines und bei den Imperial Fists, heute eben als Devastor. Und ja, das war nicht ganz so glorreich. Da war das Blood Angel Video schon ein bisschen besser, wobei das auch nicht wirklich glorreich war. Ich kann euch aber versprechen, in Teil 3, wenn wir den taktischen spielen werden, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich wieder als Black Templar antreten soll, wie ich das eigentlich immer mache. Oder ob ich für den taktischen, ich denke, es nichts ist passender da, als einen Ultramarine zu nehmen. Ich glaube, ich werde einen Ultramarine nehmen. Da verspreche ich euch auf jeden Fall, da wird rasiert, denn als taktischer bin ich da doch, glaube ich, wesentlich besser. Okay, für heute war es das auf jeden Fall. Kommentiert gerne, liked, kauft euch das Spiel im Zweifelsfall. Es ist uralt, es kostet nicht mehr viel. Und ja, vielleicht könnte man ja sonst mal irgendwie gucken, dass man mal zusammen zockt, dass man irgendwie, weiß ich nicht, alle der gleiche Orden und dann vier Leute Exterminatus. Oder man geht mit mehreren zusammen in Versus-Spiel. Wobei ich da, wie gesagt, nicht weiß, wie aktiv das noch gespielt wird und ob da wirklich was geht. Übrigens auch hier sehr geil, sieht da hier Version 1.0.1.6.5, keine Ahnung, da gab es sicherlich mal einen Patch oder so, aber das noch ein Spiel, so wie das erschienen ist, war das direkt schon richtig geil. Also nichts mit Day One Patch und dann noch irgendwie 100.000 Sachen, bis das dann irgendwann erstmal vernünftig läuft, sondern nee, geiles Spiel. Ich glaube, das habe ich ja auch noch gar nicht gesagt in diesen ganzen Videos. Ich habe jetzt heute auch nicht wirklich viel über die Imperial Fists gesagt und warum ich jetzt eigentlich einen Imperial Fist mit Devastor genommen habe. Ich meine, die im 40k-Thema drin sind, wissen das, weil von wegen so Belagerungsmeister und, nee, warte mal, Belagerungsmeister sind, glaube ich, Iron Warriors, aber Verschanzungsmeister so für Befestigung und ähnliches und deswegen halt auch schön alles auf Bolter, alles auf fette Waffen stehen, schön gepanzert, eingebuddelt irgendwo und ballern einfach nur, was das Zeug hält. Und ja, deswegen war der Orden, finde ich, ganz passend und ja, beim nächsten Mal wahrscheinlich Ultras dann als taktischer Marine sehen wir dann. Könnt ihr ja immer schon direkt im Titel sehen. Für heute bin ich erstmal raus. Danke fürs Zugucken und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.